Hallöchen, meine Lieben. Ich habe heute einen Action-Haul für euch und ihr seht schon, ich habe die neuen Blöcke bekommen. Ich werde sie euch im Schnelldurchlauf auch einmal zeigen. Wie sie immer kosten diese 1,99 € und ja, es musste diesmal wieder alles mit. Es gibt so ein paar Seiten, habe ich schon entdeckt, die nicht so mein Fall sind, aber dafür ist die andere Seite umso toller. Die ist zum Beispiel die mit den Sternen. So, Nummer 1. Die Pink Lady ist echt so ein bisschen mädchenlike. Kussmund, Blümchen, Nagellack, Blumen ohne Ende, Schmetterlinge, Marienkäfer, Opala. Und ja, also sehr, sehr mädchenlike. Dann dieser hier. Und wieder so schön aufeinander abgestimmt. Ein bisschen grün, ein bisschen orange, ein bisschen lila, Kakteen. So, Vögelchen. Kassetten habe ich gerade gesehen, ist ja witzig. Und da sind die Schmetterlinge. Dann Nature of Heart. Sehr schön. Also ganz viele tolle Motive. Motive, ja, Papiersorten. Ah, guckt mal hier. Der ist auch hübsch. So, Holz und der. Dann einmal Sweet Flowers. Der ist ein bisschen bunt gemischt. Da sind so ein paar auch wieder dabei, was nicht ganz so meins ist. Wie zum Beispiel dieses ist nicht so meins. Aber für irgendwas findet sich da bestimmt die Möglichkeit, dieses zu verbasteln. Und dieser hier. Auch wieder ein Sternenblatt. Schwäne habe ich gerade gesehen. Oh, schaut mal. Sterne, da Vögelchen, Schwäne. Also auch wieder ganz toll. Einmal der Stapel. Dann, der ist total lecker, kostet 79 Cent. Dann hatte ich bei Facebook etwas gesehen, dass der wohl ganz toll sein soll zum Saubermachen für so dieses Edelstein. Den muss ich mal ausprobieren. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich dachte, ich schaffe es noch, es auszuprobieren, bevor ich euch das Video zeige. Aber ich bin nicht dazu gekommen, da ich auf die Kreativa war. Dazu gibt es auch noch ein Haul. So, dann habe ich gefunden, diese Punched gibt es wieder neu. Die kosten 99 Cent. Gibt es drei Größen. Ich habe jetzt drei Stück mitgenommen. Einmal in dieser Farbvariante und den habe ich jeweils doppelt mitgenommen. Also bunt mitgenommen. Die schauen dann so aus. Also jede Größe einmal und einmal dieses hier. Dann gibt es eine neue Konfetti-Farbensorte. Die sind so ein bisschen pastelliger. Die mussten auch mit 99 Cent. Dann gibt es, da habe ich aber glaube keinen Preis, weil ich habe den Kassenbon irgendwo hingelegt und ich weiß nicht mehr wo. Diese hier wieder. Und eigentlich glaube ich, geht es teilweise gar nicht um diese Sticker, sondern eher um den Hintergrund. Weil es ist so ein bisschen passend gemacht. Hier mit Flamingo. Also die Hintergründe sind teilweise auch so schön. Diesmal. Sechs Sorten gibt es. Ich glaube um die 70 Cent. Ich kann es euch aber jetzt nicht genau sagen. Ich habe den Kassenbon, glaube ich, irgendwo hingequetscht. Das ist ein alter. Dann habe ich auch diese selbstmachende Lichtbox gekauft. 2,89 € war die. Gibt es. Ich habe drei verschiedene Sorten gesehen. Ich habe jetzt nur eine mitgenommen, weil es um diesen Spruch hier geht. Ich möchte das ausprobieren und möchte diesen Spruch reinmachen. Und das kommt dann in mein
Kind sein Zimmer. Das ist, werde ich aber nicht in rosa machen. Ich werde da irgendwas anderes draufkleben, was so ein bisschen kindgerechter und für Jungs ist. Dann gibt es neu ein Nähgarn-Set. Ein Stickgarn-Set. Kostet 6,95 €. Entschuldigt bitte, ich habe so ein Kratzen im Hals. Und das fand ich preislich echt super. So viele tolle Farben. Und ja, der musste mit. Dann gibt es natürlich die neuen Clear Stamps, 72 Cent. Und ja, was soll man sagen? It's a boy, it's a girl. Total niedlich wieder dabei. Happy Birthday. For you. Guckt mal, der Vogel mit der Brille. Also zuckersüß. Oh, den habe ich doppelt. Da fehlt der. Uiuiui, mit den Kakteen. Also ich habe den mit den Kakteen auch noch, weil ich habe das Set zweimal. Oh je, mir schwant Böses, aber wir gucken mal. Also es gibt noch eins mit Kakteen. Im nächsten Video werde ich euch das mal zeigen. Dann gibt es diese Sets neu, kosten um die 70 Cent, ich glaube 72. Gibt es sechs verschiedenen Farben, habe ich mir jetzt nur einmal mitgenommen. 74 Cent, ich habe das gefunden. Der Reiniger kostet 1,09 €. Dann habe ich mir mitgenommen diese Lichterketten, zwei Stück. Die kosten 1,94 €. Einmal in so einem grünen Silber und einmal, also die Farben sind es einmal und einmal diese Farben. Dann habe ich mir mitgenommen diese Sticker. Da habe ich jetzt fünf. Mir fehlt das sechste. Es gibt ganz viele andere neue Sachen, die habe ich jetzt nicht weiter mitgenommen, weil mich das nicht so interessiert. Es gibt ganz viele DIY-Sets, zum Beispiel mit Nägel und Kaktus und also ganz mit Herzenhaus und mit diesen Bindefaden. Also ganz toll, aber es ist einfach nicht meins. Dann habe ich mir mitgenommen, der hängt aber schon. Dieser Korb, den habe ich mir an die Wand gehangen und habe da meine kleinen Handtücher für das Kind reingemacht. Also da gab es eine ganz tolle Idee bei Instagram. Ich kann euch aber nicht einen Namen nennen, weil man sieht es einmal, dann ist das wieder aus dem Kopf und dann so, ach, eigentlich könnte man das auch machen. Kennt ihr das? Ja, also den musste ich dann auch mitnehmen. Das ist der große für 4,99 €. Dann habe ich mitgenommen ein ganzes Paket. Das habe ich gefragt, ob ich das so mitnehmen darf. Und zwar diese Hasengirlanden. Da sind 12 Päckchen drin. Kosten 99 Cent. Die waren zwischenzeitlich nämlich nicht da. Das Schild war auch weg. Und ich so, nein, ich brauche noch welche. Und jetzt habe ich sie mir im Vorrat gekauft. Und zu guter Letzt habe ich mir, weißt du alle, ja, diese tollen Sets gekauft. Das sind vier Stück, kosten je 1,59 €. Die mussten natürlich auch mit. Ich zeige euch da mal dieses, dieses und dieses. Und ich mache mit euch mal, ich glaube, das mit den Einhörnern auf. Ich glaube, das interessiert die meisten. Ich zeige euch das erstmal kurz von hinten, was da eigentlich alles drin sein soll. So. Muss jetzt auf den Kassenbon was gucken, aber ich habe es nicht gesehen. Oh. Erstmal einmal Federn. Oh, ich glaube, das Set muss ich noch mal kaufen. Einmal Schleifenband. Dann zweimal Sticker. Dann in Größe A5 Papiere. Oh, beidseitig sogar.
Also sehr hübsch. Oh, schaut mal. So. Dieses hier. Das sogar mit einem Spruch. Und einmal. Every day it's a new adventure. Ja, sehr cool. Dann Tags. Diese sind zum Ausdrücken. Das drücke ich jetzt nicht aus. Einmal dieses. Dieses. Und dieses. Also das kann man alles einzeln ausdrücken. Wer einen Stanzer hat, so Handstanzer, ich glaube, der kann hier noch schön Sternchen, Herzchen ausstanzen. Und in A4 sind auch nochmal beidseitig Papiere. Also sehr, sehr tolles Set. Also für 1,59 echt toll. Von den Einhorn-Sachen gibt es bestimmt ein Album. So. Das war alles jetzt in einem Set drin. Ich kann euch kurz noch die anderen Seiten zeigen, wen es interessiert. Oh, es reicht nicht. Einmal. Dieses. Und zum Schluss dieses. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!